Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Video mit einem Thema, das ganz viele von euch schon nachgefragt haben. Und zwar geht es um die 5 größten Unterschiede zwischen AIDA und Mein Schiff von TUI Cruises. Das ist ja wirklich eine Frage, die sich ganz viele von euch stellen. Was sind da die größten Unterschiede? Also legen wir mal los auf Platz 1. Bei TUI Cruises gibt es fast alle Getränke rund um die Uhr kostenlos. Bei AIDA gibt es einige wenige Getränke zum Essen in den Buffet-Restaurants kostenlos. Das ist also wirklich ein entscheidender Unterschied, ne? Also bei AIDA bekomme ich eine Sorte Weißwein, eine Sorte Rotwein zum Mittagessen, zum Abendessen. Ich bekomme Pepsi-Cola, ich bekomme ein einfaches Bier beispielsweise, aber eben wirklich nur während der Essenszeiten in den Buffet-Restaurants. An den Bars muss ich grundsätzlich bezahlen und zwar rund um die Uhr, logischerweise. Bei TUI Cruises ist es so, es gibt wirklich fast alle Getränke rund um die Uhr überall kostenlos. Also na, überall muss man relativieren auf den Schiffen, die noch eine Minibar haben, da muss ich auch bezahlen. Aber an den Bars bekomme ich fast alles kostenlos. Gut, sowas wie Champagner muss ich bezahlen, einige Spezialcocktails, bessere Weine. Aber das, was ich da wirklich kostenlos bekomme, das kann sich tatsächlich sehen lassen. Und das heißt jetzt nicht, das muss jetzt nicht immer zwingend der Alkohol sein. Viele sagen, ja, so viel trinke ich gar nicht. Das ist zum Beispiel auch der Cappuccino zum Frühstück. Ja, den bekomme ich bei AIDA beispielsweise auch morgens nicht kostenlos. Da kriege ich eben morgens nur ganz einfach einen Kaffee oder eben Orangensaft oder so, ne? Und bei TUI Cruises habe ich da ein kleines bisschen mehr Auswahl, also nein, deutlich mehr Auswahl, wollte ich sagen, an kostenlosen Dingen, die im Reisepreis enthalten sind. Platz 2. Bei TUI Cruises gibt es standardmäßig eher Bedienrestaurants. Bei AIDA sind es eigentlich fast ausschließlich Buffet-Restaurants. Ja, also bei AIDA gibt es so ein paar Ausnahmen, und zwar das Brauhaus. Da werde ich auch bedient, muss dann aber die Getränke extra bezahlen. Natürlich habe ich auch das Rossini beispielsweise oder das Steakhouse. Da kann ich auch essen, aber ich muss einen Aufpreis bezahlen. Bei TUI Cruises ist das Hauptrestaurant standardmäßig das Atlantik-Restaurant. Da werde ich bedient, ja, kann es also ganz entspannt am Abend angehen lassen, muss nicht zum Buffet rennen. Und dadurch bekommt dann so ein Abend schon eine ganz andere Atmosphäre, ne? Als wenn ich in so einem riesen Buffet-Restaurant sitze und irgendwie ständig losrennen muss, weil irgendwie mein Teller leer ist. Ja? Wobei man sagen muss, dass die Buffet-Restaurants auf den AIDAs allesamt sehr schön sind. Es gibt auch bei TUI Cruises Buffet-Restaurants, aber ja, selbst auf der Mein Schiff 3, ich finde, die kommen nach wie vor nicht an die tollen AIDA-Buffet-Restaurants heran. Also, wer Buffet mag, ist bei AIDA richtig. Wer sich lieber bedienen lassen möchte, der ist auf der Mein Schiff richtig. Platz 3. Ich habe bei TUI Cruises in der Regel mehr Platz. Ja, das ist keine subjektive Geschichte, sondern man kann einen Wert berechnen. Und zwar nimmt man den Wert, in dem die Größe eines Schiffs angegeben ist, nämlich die sogenannte Bruttoraumzahl. Und die Bruttoraumzahl teilt man dann durch die Anzahl der Passagiere bei Doppelbelegung. Und da weiß ich also, wie viel Platz ist quasi für Passagier. Und das habe ich mal durchgerechnet. Bei einigen Schiffen zum Beispiel komme ich da bei der Mein Schiff 3 auf einen Wert von 39,71. Auf der AIDA Luna auf einen Wert von 33,43. Also da sieht man, das ist also schon deutlich weniger Platz, der zur Verfügung steht pro Passagier. Und letztlich merkt man das dann auch irgendwo an Bord. Ja? Bei der AIDA Prima, die ja 2015 kommt, die ja hoffentlich 2015 kommt, man weiß es noch nicht so genau, da ist es dann ein bisschen anders. Da ist dann auch mehr Platz zur Verfügung. Da kommen wir dann auf einen Wert von 38,24. Bei TUI Cruises gibt es mehr Service als bei AIDA. Das macht sich zum Beispiel so bemerkbar, dass eure Kabine bei TUI Cruises zweimal am Tag gemacht wird, also morgens und auch nochmal abends. Da bekommt man eine Tafel Schokolade oder ein Täfelchen Schokolade aufs Kopfkissen gelegt. Es wird, die Fenster werden zugemacht. So kann man natürlich sagen, so okay, da kann man auch drauf verzichten. Aber es gibt auch da einen Wert, wo ich sehen kann, dass letztlich mehr getan wird für die Passagiere. Und zwar ist das die Anzahl der Mitarbeiter pro Gäste oder umgekehrt. Also ich habe mal geguckt, auf der Mein Schiff 2 ist das so, dass ein Mitarbeiter ist zuständig für 2,54 Gäste. Und bei der AIDA Luna, da ist ein Mitarbeiter zuständig für 3,59 Gäste. Also gerechnet, wenn das Schiff voll ist und jede Kabine mit zwei Personen belegt ist. Also ja, da muss man sagen, klar, da bekomme ich natürlich ein viel mehr an Service, wenn ich viel mehr Leute habe, die eben für die Gäste zuständig sind. Und bei Platz 5 sind wir schon. Ein wesentlicher Unterschied bei der Gestaltung der Schiffe ist, ich habe bei TUI Cruises immer ein
Theater. Ich habe bei AIDA auf den meisten Schiffen nur ein sogenanntes Theatrium. Ja, was ist der Unterschied? Das Theater ist, wie man das von einem Theater kennt, ein abgeschlossener Raum. Da gehe ich abends rein, setze mich dahin, gucke mir die Show an. Und ja, währenddessen ist es halt eine ganz entspannte Atmosphäre. Das Theatrium bei AIDA, was durchaus auch seinen Reiz hat, ist eben kein abgeschlossener Raum, sondern es befindet sich in der Regel mitten im Schiff. Und ja, ich kann also dann mal gucken, auch was ist da gerade auf der Bühne los, kann dann mal 3 Minuten zugucken und dann kann ich auch wieder weitergehen, kann irgendwie an der Bar einen Cocktail trinken oder kann ins Casino gehen, ich kann irgendwas konsumieren. Das ist halt die Intention bei AIDA, die dahinter steckt, dass ich natürlich mehr Geld ausgebe. Dafür ist das Theatrium in erster Linie optimiert. Und ja, das ist halt dann ein ganz anderer Charakter, ne? Als wenn ich wirklich in Ruhe im Theater sitze. Auf der anderen Seite muss man eine Reederei auch verstehen, ne? Die denkt sich dann so, ach Mensch, so ein Theater, das ist den meisten die meiste Zeit am Tag ungenutzt, da nehme ich doch lieber einen Ort, ja, den ich viel vielseitiger nutzen kann. Also kann man irgendwo auch verstehen. Ich mache es ganz gerne, dass ich AIDA und TUI Cruises mit Autos vergleiche. Dann würde ich sagen, AIDA ist ein Golf und TUI Cruises, mein Schiff, 1 bis 3, künftig auch 4, 5, 6, das ist eher so der Audi A4. Also man bekommt da tatsächlich insgesamt mehr geboten. Ja, wie ist es ansonsten mit den Unterschieden? Früher hieß es dann ja so, oh, AIDA, junges Clubschiff und lockere Atmosphäre. Und ja, ich würde sagen, also meiner Beobachtung nach haben sich die Produkte im Laufe der Zeit wirklich angenähert. Also da sind nicht mehr so diese ganz riesigen Unterschiede, ne? AIDA nennt sich ja auch nicht mehr Clubschiff. Es gibt auch keine Animateure mehr bei AIDA, die Mitarbeiter, die für die Gästebetreuung sind, die zuständig sind, die heißen jetzt auch Clubteam, wie bei TUI Cruises. Also man hat sich so ein bisschen versucht anzunähern, ja, aber am Ende ist es eben so, dass ich bei TUI Cruises ein deutliches Mehr an Leistungen bekomme. Bei den Katalogpreisen, wenn man da mal guckt, ist der Unterschied gar nicht so gewaltig, ja, also da bietet TUI Cruises für nicht sehr viel mehr Geld tatsächlich deutlich mehr. Ja, wenn ich mir die Angebote angucke, ja, AIDA kriege ich dann ja teilweise schon eine Woche, gab es jetzt mit Flug für 499 Euro. Solche Angebote muss ich im Moment noch bei TUI Cruises ganz vergeblich suchen. Ja, also die günstigsten Reisen, die sind dann auch mit TUI Cruises deutlich teurer. Aber wie gesagt, man kriegt ja auch mehr. Ich würde immer sagen, wenn man bei TUI Cruises für eine vergleichbare Route nicht mehr als 30% mehr bezahlt als gegenüber AIDA, dann ist das wirklich ein Mehrpreis, der völlig okay ist, weil das eben dem Mehr an Leistung entspricht. Ja, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann klickt bitte jetzt auf die Angebote von AIDA und TUI Cruises unterhalb dieses Videos. Ja, und nicht nur klicken, sondern am besten darüber auch buchen. Dann kann ich viele weitere Videos machen. Bis dahin und tschüss.